Hallo, ist es mal wieder soweit? Ein bisschen GTA Online in der abgespeckten Besatzung, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, wir sind heute ein bisschen weniger zusammen mit dem Bacon L'Orange und dem Shadowrunner. Guten Hallo, ja, also dass ich abgespeckt habe, das wusste ich aber. Ich meine, Ja, das ich steht wollte ja gerade mit meinem, sagen, das passt ja nicht zu meinem Namen. nee, nee. Aber mich hat sie dieses Doppelparkkarte mich da irgendwie so Doppelpack, sowas wie. Wollen Sie nicht lieber das Menü haben? Da ist viel mehr Fett bei und so. Ja, ja Nee, heute, die heute anderen leider nur zu beiden. dritt, weil unser guter Beo, der schickt immer noch seine Grafikkarte zum Reparieren, die dort angeblich nie ankommt. Und Demeter hat aufs Auge bekommen heute. Und ja, deswegen sind wir nur zu dritt. Oh, ich glaube, ich nehme meinen getunten Issi. Ja, den nehme ich auch. Aber dann ist wieder deiner ist besser. Das wissen wir ja schon. Bin ich mir nicht sicher. Doch, weil wegen dem Tunen, das wird ja über Siege Ach freigeschaltet oder stimmt, über ja, und ich habe auch bestimmte. dieses Super-Tuning, ja. Wie ging nochmal das darauf? Nach rechts oder nach links auf dem Gamepad drücken, wenn du stehst. Nach rechts auf dem Gamepad drücken, wenn du stehst. Bei dir ist doch eh schon offen. Nee, aber jetzt geht's auf. Ach, verdammt, da war ich ja gerade noch im Ego-Modus. Ist Du ja wolltest mich blöd. doch bloß Oh, abdrängen. wenn wir heute nur zu dritt sind, dann könnten wir ja wirklich mal in der Tat ein paar Ego-Folgen machen. Wo wir mal alles. Weil angeblich Demeter das nicht mochte, oder warum? Ja, Demeter war nicht gerade begeistert von dem Ego-Fahren. Obwohl, ich brauche nicht Ego-Fahren, um schlecht zu fahren. Oh, warum? So Also viel wenn zum einer von Thema euch schlecht fahren. hinter mir landet, dann ist es echt peinlich, weil ich hier den einzigen nicht getunten habe, wie ich das gerade verstanden habe. Ja, aber das Problem ist ja, Ach, schlechte andere sind auch gar Autos nicht sind wirklich getunt. schlecht für mich. Weil Ja, ich, ich habe. das ist zu schnell für mich. Ja, weil was du nämlich nicht wirklich tun kannst beim Missy, sind die Bremsen. Und deine Fahrfähigkeiten. Ja, das kann man nicht tun. Aber wir wissen ja, Shadow lässt heute mal wieder jemand anders für sich Machen. fahren. Deswegen ist wahrscheinlich die Demeter auch nicht da, weil Shadow heute sie fahren lässt. Ah, ich Okay. habe das durchschaut. Ja, wir haben, bevor wir gerade aufgenommen haben, haben wir ein richtig cooles Auto gesehen, der Fjalk und ich, was man aber, glaube ich, so gar nicht wirklich in GTA bekommen kann. Ja, du hast Echt irgendwie traurig. gesagt, das ist reingeglitscht, du also. Ja, also wenn ich es gerade richtig, aber das war jetzt auch ein anderthalb Jahre altes Video. Und da war irgendwas, dass man das seit Patch irgendwas, das war noch weit vor der PC-Zeit. Achso, ich habe aus dem Selbst auch da Runden gestellt. Damit ich mich an die Strecke erinnere. Dass man da nicht mehr reinkommt, das war halt ein richtiger, ein Klassiker. It's a classic. We say it's a classic. Oh, Ja, aber in der Woche, wo wir jetzt habe aufnehmen, ich da den war ja aber der gesehen 70. und jetzt will ich Geburtstag, den ja. auch. Ja, den will ich auch. Den kannst du im Singleplayer wohl kriegen. ja gut aber Das bringt das ja dann nicht so ja. viel. Ja, Singleplayer habe ich jetzt auch gefühlt schon seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, obwohl es stimmt nicht. Also ich habe Singleplayer auf dem PC ja auch schon mal gespielt, angefangen. Also ich benutze heute glaube ich Oh Gott. exzessiv die Hupe. Ja, und ich bumse gerade an alle Wände an. Ja. Wenn das Er der hat TÜV Wände wüsste, ich glaube, die. gesagt. Und an Achso. alle Autos. Ich habe dich Ich bin mir überholt. da nicht sicher, aber ich glaube, Ja, dieser wie Wagen würde in überraschend. Deutschland keine Straßenzulassung bekommen. Hat, Du hast hast du, wieder alle hast du Autos wieder, verchromt, ne? den deutschen V-Hobel als Motorraum, oder? Nee, also noch ist es sehr originalgetreu, aber sobald Bestimmt, ich was war das denn? einlenke, möchte sich der Wagen lieber ein paar Mal drehen. Das Ja. ist also selbst bei der leichtesten Links- oder Rechtskurve. Ich spiele ja gerade nicht in Ego-Ansicht, sondern in der. Gerade war ich in der weiter hinten weg Kamera und da sah ich auf einmal nur Shadows Auto ganz knapp hinter mir irgendwie schräg vorbei. Oder irgendwie so schräg rumrutschen um 90 Grad gedreht. Das Ah hat ja. mir Ich wurde habe etwas unwohl. generell hier Probleme mit der Straßenlage von diesem Gefährt. Also, der Ja, bricht mir gerne mal aus. der hat ja auch gar keine Straßenlage. Das ist mehr so ein gemächliches Ja. Geradeausfahren und wenn du irgendwas Ja. anders machen willst, dann viel Glück. Aber Steffen, also ich halt, weißt du zufälligerweise, wie das Auto, was wir da gesehen haben, wie das in echt hieß? Weil, also das war ja. Also du, ich Also meine. so gut kenne ich mich ja. Okay. Aber ich glaube, Es jeder war kennt es aus den es so so, sollte 40er bestimmt. Gangsterfilmen oder so. Ja, wahrscheinlich sowas. Aber es war auf jeden Fall kein Rolls Oh, Royce, so viel kann ich sagen. Motorradfahrer.
kein Phantom 2 und auch kein Silver Ghost. Ja. Man braucht außerdem keinen Red Bull. Hier in GTA brauchen die Motorradfahrer nur mich und sie lernen fliegen. Oh, oh Gott. Juhu, ich hab's geschafft. Juhu, ich hab's geschafft. Ich hab so lange geführt und war so schlecht. Achso, ich hab auch mal eine ganz dumme Frage. Achtet irgendwer von euch auf die Zeit? Das Problem ist, mein Audacity lief schon so lange, bevor wir angefangen haben. Aber wir können ja mal sagen, das ist jetzt 4 Minuten, das heißt... Ja. Was geschafft? Ja. Gut, also achtest du auf die Zeit, gut. Vielleicht. Ja, weil ich kann in dieser Episode nicht auf die Zeit achten. Ja, ich versuche mal dran zu denken. Schade, dass es keine Medaillen gibt, dann würde heute jeder eine kriegen. Ja, aber es gewinnt ja eh immer derselbe. Nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Also mit deinem Holzfällerhemd. Ich möchte einfach mal, ich habe mich extra noch mal ein bisschen umgezogen. Ich habe heute ein anderes Jackett an. Und in der letzten Aufnahme, oh, drunter und drüber. Sieht doch gut aus. Ein Rennen für bis zu 30 Menschen. Ein kleines Fahrrad, klingt auch nicht schlecht. Das hatte ich schon. Noch nicht, aber dafür hatte ich das hier schon. Wenn es das ist, was ich denke, dann ist das mit diesen... Ich habe die Beschreibung nicht gelesen. Wer hat mal eins mit so richtig großen Maschinen? Und das also, war das sehr langsam. Noch, das habe ich noch gar nicht gespielt. Ah, eventuell war das das eine Mal, wo du nicht da warst. Ja. Ich kann leider keine Leute mehr einladen. Ja, ich auch leider nicht. Oh, wir müssen unter Brücken durch und um Riesenräder herumflitzen. Oh. Ah, wir können den... wir sollten außerdem, das hatten wir ja schon beim letzten Mal gemerkt, welches Flugzeug nehmen wir? Also hatten wir festgestellt, dass wenn wir nur unter uns spielen. Miljet? Der ist aber größer. Ja, eben. Das ist gut. Größer ist besser. Das ist ja wahnsinnig. Nur so macht es auch richtig Spaß. So, ich mache. So, ich habe auch mal umgestellt. Was hast du umgestellt? Hoffentlich nicht Ego-Ansicht oder sowas. Nein. Oh, ich wollte doch Ego-Ansicht anmachen. Das ist beim Fliegen echt richtig übel. Ich glaube, das ist das. Das war damals sehr gemächlich. Ja, aber da waren wir, glaube ich, auch mit 20 Leuten in der Luft. Das war sehr dann ist das, dann ist es diese Kringel, die Ringel dann zu kriegen. Tötet ihr euch da? Schön! Ich hab den Tempo erwischt. Aber ich starte ganz. Oh, ihr seid gerade, also zumindest der Bacon ist im TS gerade so gar nicht zu verstehen bei mir. Du bist bei mir gerade extrem falsch. Fial, kannst du mal was sagen? Dann wissen wir, ob es an mir oder an Bacon liegt. Ich kann nicht verstehen, ich weiß noch nicht, ob sie haben. Okay, die beiden sind diese Folge dann mal nicht zu verstehen. Das werden wir dann nach der Folge herausfinden, woran es liegt. Das war knapp. Okay, so wie es aussieht. Ich muss nach der Verbindung probieren. Die Jungen können mich nicht hören. Ich rede einfach mal jetzt gerade nur für mich. Ich bin auch sehr abgehakt, aber dafür ruhe ich gerade ein bisschen auf. Ja, ich rede dann auch mal, damit man was Vernünftiges hört und nicht so ein Gestotter. Das ist dann für meine Zuschauer halt wichtig. Und Verkehrsflugzeuge, ich bin der Falk, wir sind hier sehr nah beieinander, sind aber noch, jetzt sind wir mal wieder aneinander gestoßen. Du alte Potsau. Das war nicht meine Schuld, du hast gedrängt. Ach, von vorne nach hinten durchgereicht. Manchmal hatte ich diese Typen hier. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir das antue. Aber ich habe ja sonst leider keine Freunde. Nein! Nein, ich hab doch einen Flügelkriegel erwischt. Ey, ich bin nicht dran vorbeigeflogen. Was ist denn das hier für ein Schrott? Und hier, wieso bin ich? Ich musste zurücksetzen, weil ich angeblich dran vorbeigeflogen bin.
Und der fällt so noch neben mir. Ja, sei vorsichtig, der ist sehr gefährlich. Nicht abstürzt, bitte. So. Ich sehe das. Habt ihr da vorne Spaß? Der Ton macht das gerade um sehr vieles besser. Bacon ist, glaube ich, gerade gelandet. Tja, nicht nur noch drüber. Nein. Oh, und das so kurz vom Ziel. Ich hätte den Pferd noch so gern bekommen. Oh, das ist gerade auch schon. Ja, schönes Foto. Ich würde es gerne mit einem halbwegs hören, also ich würde es sehr gerne. Ich würde hier mal schneiden, weil es ist absolut nicht zu verstehen. Das wäre die Folge dann nach einem Cut, wenn wir das geregelt haben, noch weitermachen. Und da sind wir wieder nach der kleinen technisch bedingten Pause. Und wir machen jetzt zum Abschluss der Episode noch einen Sprung vom Wolkenkratzer, heißt sie. Und wir landen auf dem Dach der Maze Bank. Dann können wir direkt danach runter und uns ein bisschen Geld holen. Genau, kann man direkt danach Geld abheben. Irgendwie habe ich das Gefühl, Technische, wir vermuten, dass es am TS lag. Ja. Hatten wir sowas nicht schon gemacht? Ja, genau, weil wir hatten es auch alle gegenseitig. Und hatten wir sowas nicht schon gemacht, dass wir... Sind wir nicht schon mal auf irgendein Häuserdach gelandet? Nee, wir sind irgendwann mal um so ein Haus die ganze Zeit rumgeflogen, ne? Also, weil mir zeigt er jetzt... Ja, es gab mal einen Sprung, ja. Also, er sagt mir auch, den habe ich noch nie gemacht. Ja, das ist ja, versuchen wir ja immer bei den, Achso, ja, in die Ego-Ansicht was, ich vergessen habe zu sagen. Ja, vielen Dank. Ich dachte auch gleich, was ist denn jetzt kaputt? Ich habe die Ego-Ansicht aktiviert. Das ist nett. Das macht überhaupt nichts. Also, es macht fast gar nichts. Scheiße, es macht doch was. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da durchkomme oder nochmal eine Kurve fliegen muss. Ich für den Kreis noch Punkte kriege. Ja, 5, toll. Hättest du das nicht eher sagen können? Na komm, das wurde ja. Dann wär's doch nicht lustig. Ich mein, direkt nach dem Sprung. Ja, aber hätte ich für den Kreis vielleicht noch 10. Ich hab Clipping-Fehler und meine roten Haare sind in meinem Blickfeld. Ja, also Haare sehe ich keine, ich sehe nur ab und zu die Hände und meinen schicken Anzug. Puh, da ist schon wieder irgendwie auf mich raufgefallen, oder was? Ja, ich glaube, das warst du. Ich habe gerade einen Fallschirm unter mir gesehen. Aber du warst doch schon, du warst doch eben noch vor mir. Wie konntest du jetzt plötzlich auf mich rauffallen? Weil ich doch immer so langsam springe. Ja, ich sag doch nichts, ich sag einfach nichts. Echt, das gehört auch definitiv zu den Sachen, die ich glaube ich nie im echten Leben machen könnte. Kann das sein, langsam springen? Dass der Fallschirm in der Ego-Perspektive auch viel lauter ist. Ja, weil du hast halt den Wind. Oh, oh Gott. Den werde ich ja nie kriegen. Ich muss mal eine Kurve fliegen. Ich glaube, wir können gleich, wenn ich unten gelandet bin, dem Shadow noch ungefähr 12 Stunden zugucken. Ja, toll. Also da ich überhaupt nicht abschätzen kann, wie ich durch die Kreise fliege, muss ich jetzt auch eigentlich gar nicht mich groß anstrengen. Ich mache einfach mal so schnell wie es geht. Ja, den einen habe ich jetzt mit 5 Punkten wahrscheinlich bekommen. Oh, ist das schön. Oh. Ja, aber wie gesagt, danke für die Vorwarnung mit der Ego-Perspektive. Ja, ist doch viel schöner, wenn es überall... Außerdem hatte ich es in der letzten... im vorletzten Rennen hatte ich es schon erwähnt. Ach Mensch, wir könnten ja heute mal ein paar Sachen in der Ego-Perspektive machen. Das waren wahrscheinlich auch nur 10. Das habt ihr dann halt, wenn ihr mir nicht zuhört oder das vergesst... Das ist eine Schutz... Aber es ist so langweilig, was du sagst. Ja. Oh Gott, was ich hier alles vorbeifliege. Ach du meine Scheiße. Man muss außerdem auch wirklich recht gut, glaube ich, landen, weil sonst wird das nix. Und vor allem das in der Ego-Ansicht. Gelegentlich verschwinden meine Steuerungsseile. Ich
habe das mit der Landung nicht so hinbekommen. La 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 la. Weil ich dachte mir, fliegt tief an. Ja, es war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Nur nicht so tief. Ich guck mal dem Shadow zu. Setzen wir nochmal einen schönen Filter auf. Ich bin gerade sogar schnell unterwegs. Ja, sehe ich. Nähern wir uns auch der Innenstadt. Warum halte ich eigentlich den Kopf schief? Weil du dein Bett lenken kannst. Warum? Ach, gucken, ob du das hin. Ach du. Das ruckelt ja gerade. Schande. Wenn man den Kopf schief hält, dann kann man besser lenken. Das weiß doch jeder. Oh, das war aber eine gute Landung. Ach. Ja, interessante Lande. Ich glaube, der Shadow gewinnt die Sache hier auch mal ganz entspannt und locker. Ich habe sehr viele so gut wie gar nicht bekommen. Etliche mit 5. Entspannt und locker. Wo steckst du denn noch ganz? Ich musste ein paar extra Runden drehen, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wo ich bin. Dank der Ego-Perspektive. Ich habe mal einen interessanten farblichen Filter gesetzt. Ich guck eben lieber natürlich zu. Sieht hier echt aus. Sehr grünstichig, jetzt ist er rotstichig, finde ich, aber sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Sieht aus, als wäre das. Ja, also wie gesagt, fliegt nicht zu tief an. Ach, da muss ich hin. Ja. Ja, dann warte. Fliege ich nochmal ein Stück Richtung Meer und dann komme ich gleich wieder. Vielleicht. Dann dürftest du vielleicht zu tief sein. Jo, das wird jetzt auch, glaube ich, schon langsam. Wenn ich meine Beine sehen würde, dann wäre es alles auch viel einfacher. Das sieht gut aus. Ja, das war gut. Das ist nicht schlecht. Perfekt. Aber auch nur zweiter. Ich hab's leider nie beendet. Was? 290 Punkte? Wie viel hattest du, Shadow? 20 mehr. Ja, das weiß ich. Deswegen bin ich ja zweiter, aber. Ja, du hast doch gerade gefragt, wie viel hattest du mehr? Hä? Hab ich gesagt, 20 mehr. Ach, 20 mehr. Ich hab verstanden, da hatte ich mehr. Nee, 20. Deine Hose ist aus dem fünften Schritt ein bisschen eng. Ja, jeder mag doch Kamelfüße. Ich glaube, wir könnten aber noch irgendwas Kurzes machen, oder? Ich weiß nicht, also wir hätten die Folge wahrscheinlich voll. Luftsprünge hatte ich noch nicht. Luftsprünge hatte ich noch nicht. Luftsprünge hatte ich auch noch nicht. Also, machen wir's. Dann hatten wir es halt auch noch nicht in der Aufnahme. Es sind auch nur 4370 Meter. Und damit ihr so eine kleine Revanche, damit der Bacon wieder gewinnen kann. Nein, der vermasselt die Landung wieder. Das ist irgendwo ein Baum oder ein kleines Hundebaby oder irgendwas, wo man mal stoppern kann. Da hatten diesmal auch gar keine Leute ein, weil ich glaube, das macht gar keinen Sinn. Ja, das klappt mal keiner. Ach, das. Ja, man kann auch wieder keine einladen. Jetzt habe ich was vergessen, egal. Mit Schwüngen und eher engen Kehren. Ja, das ist schön. Ich habe ein blaues Auge. Deswegen habe ich eigentlich immer eine Sonnenbrille auf, damit man die schlimmen Augenringe vom Drogenkonsum nicht sieht. Ich hatte schon schlimmere, aber Wer hat denn dieses Wetter gemacht? Ich habe Wetter aktuell gelassen. Der liebe Gott. Ach so, und falls ihr da unten. ich habe auch nochmal Ego-Perspektive angelassen, weil ich will das mit der Landung da mal hinkriegen. Machen jetzt so lange Fallschirmsprünge in die Ego-Perspektive, bis ich es einmal richtig hingekriegt habe. Und da rast ihr an mir vorbei. Naja, macht ihr mal. Okay, da kann ich nicht so einfach dran vorbei rasen. Wie halte ich nochmal in der Luft? Sag ich hier nicht. Beide Dings-Tasten. Die oberen Schultertasten. Ah, hier L1 ist und R und 1, ne? Sind das, die unteren sind 2. Das sah echt interessant aus, wie ihr gerade aneinander vorbeigeflogen seid. Ich lande auch, glaube ich, gerade so halb beim Shadow. Ne, jetzt nicht mehr. Hey, beim Shadow sieht es die ganze Zeit aus, als würde er nebenbei kacken. In der Luft. Ich mache halt die Beine breit. Oh, ich glaube, hier hinter muss ich eine Kurve fliegen. Da machen sich die Leute immer Sorgen um das blaue Eis aus Flugzeugtoiletten. Aber ist die wirkliche Gefahr, kommt dann von
Fallschirmspringern. Fallschirmspringern, ja. Ach da. Ich habe ja auch mal testweise mal versucht, einen Fallschirmsprung zu machen, aber irgendwie war ich dafür zu uninspiriert. Wahrscheinlich wäre es nur gewesen, von oben nach unten. Und, genau. Und 50 Meter über dem Boden, dann das erste Ding. Ach du meine Scheiße. Aha, Kacke. Oh, wie bist du da angeflogen? Ist schon irgendwer gelandet? Nein. Oh, das wird knapp, ich bin zu tief. Oh, ich lande auch nicht. Ich bin auch zu tief. Ah, wahrscheinlich. Immerhin stehe ich. Nicht so wie bei der Maze Bank. Schön, den letzten Baum vorher erwischt. Wie hast du es geschafft, da noch so hoch zu sein? Ich habe keine Ahnung. Nee, der Fjalk. Ach so. Ich hatte eine Ahnung, wie das hier unten aussieht, so. Deswegen bin ich gleich ganz anders angeflogen. Ich bin angeblich angekommen. Echt? In meiner Ansicht bin ich am Baum vorher gestorben. Ja, also in meiner Ansicht hast du auch den Baum geküsst. Ja, ja. Dann soll es das aber für diese Episode gewesen sein. Mhm. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.